Heute Vormittag ging es zunächst mal abwärts für die Aktienmärkte und das aus zwei Gründen. Erstens, der Ölpreis ist deutlich gestiegen, WTI über der Marke von 82. Das erste Mal seit 7 Jahren, glaube ich. Und zweitens, weil die Renditen, zumindest auf Future-Basis der US-Staatsanleihen, gestiegen waren, weiter gestiegen waren. Aber heute ist ja in den USA so ein halber Feiertag, Columbus Day, dementsprechend nur die Aktienmärkte auf. Die in Anführungszeichen physischen Anleihemärkte geschlossen, dementsprechend das Volumen gering. Aber es hat gereicht, damit wieder die Dipkäufer reingekommen sind, die sich gesagt haben, ja okay, ist doch alles schick, wir kaufen den Rücksetzer und das ist eine gute Sache. Und dementsprechend sehen wir die US-Aktienmärkte dann deutlich erholt. Die Frage ist nur, wie weit geht diese Erholung? Ist jetzt alles wieder schick? Buy the dip ist das Mantra, das immer gilt. Oder sollten vielleicht die Dip-Buyer, die Dip-Käufer jetzt etwas wissen? Das will ich in diesem Video ein bisschen zeigen. Diese Bereitschaft, den Dip zu kaufen, die ist groß. Gucken Sie mal hier diese Umfrage, die gemacht wurde. Ich glaube, es war Factset, die das gemacht haben. Da wurde gefragt, ja, was machst du, wenn es einen 10% Rücksetzer an den US-Aktienmärkten gibt? Und über 80% der Leute haben gesagt, kauf ich. Ne? Ist ja immer gut gewesen, hat immer funktioniert seit dem März 2020, als die Notenbanken all in gegangen sind und die Kontrolle über die Märkte wieder erreicht hatten. Da geht es ja nach jedem Rücksetzer wieder deutlich nach oben. Aber die Frage ist, sind wir in einer Situation, wo die Notenbanken noch die Kontrolle haben? Ist also noch das Mantra gültig? Die Notenbanken sind allmächtig, sie können ja Geld drucken, aber wir sind vielleicht in einer Situation, wo das Gelddrucken nicht mehr hilft, sondern eher kontraproduktiv ist, weil es die inflationären Tendenzen noch weiter verstärkt. Vielmehr die Notenbanken möglicherweise genau das Gegenteil tun müssen, selbst wenn die Wirtschaft sich abschwächt aufgrund von Lieferengpässen, Materialmangel, diesem allgemeinen Kostendruck, aber eben auch diesem Inflationsdruck, gegen den die Notenbanken agieren werden müssen. Wenn jetzt die Dinge sich nicht schnell ändern, etwa die massiv gestiegenen Energiepreise, sieht aber derzeit nicht so aus. Also werden wir durch die Notenbanken eher, vor allem durch die Fed, zunächst mal ein Tapering erleben, das dann vielleicht schneller sogar vonstatten geht, als die Fed jetzt will und die Märkte das wollen und dann vielleicht noch andere Schritte kommen. Das ist also das Erste. Zunächst ist noch die Bereitschaft, wie wir in dieser Umfrage sehen, da jeden Dip zu kaufen. Het immer jod gegangen. So heißt es auf Gauche. Und jetzt sehen wir aber hier zum Beispiel Spot Gamma. Das ist ein Analysehaus, das sich sehr stark auf Optionen konzentriert hat. Hier sagt man ja, einer der besten Treiber für die Aktienmärkte war dieser Short Vola Trade. Also man hat Volatilität geschortet, etwa den VIX, hatte damit die Volatilität nach unten gebracht und sinkende Volatilität geht meist einher mit steigenden Aktienkursen. Aber das sei vorbei, so dieses Analysehaus, haben Sie recht, wir werden sehen. Aber da ist vielleicht schon mal der erste Punkt, der ein bisschen schwieriger wird. Jetzt sehen wir natürlich, dass die Berichtssaison kommt. Das ist so ein bisschen die Stunde der Wahrheit jetzt für die Aktienmärkte. Werden diese gestiegenen Kosten die Margen fressen der Unternehmen oder haben sie bereits diese gestiegenen Kosten vollumfänglich weitergegeben? Liz Sonders sagt hier, also der Key-Fokus, der Schlüsselfokus wird sein, nicht die Beat-Rate, also wie viel Prozent schlagen die Erwartungen, sondern ob diese still lofty, diese immer noch sehr hohen Erwartungen an die Zahlen, an die Erwartungen, ob die wirklich getroffen werden. Hier sehen wir mal die Net Profit Margins, wie sie erwartet werden, hier in diesem helleren Grün. Zuletzt waren die Margen ja sehr, sehr gut gewesen, eben weil die Notenbanken Geld reingeschüttet haben, die Unternehmen es geschafft haben, ihre Kosten zu reduzieren durch weniger Mitarbeiter, durch Effizienzsteigerungen. Jetzt wird das immer schwieriger, weil sie müssen ihren Arbeitnehmern höhere Löhne zahlen. Sie haben selber deutlich höhere Kosten und müssen eben jetzt gucken, wie sie das weitergeben können. Also das ist jetzt das Entscheidende im kurzen Zeitfenster. Wir beginnen ja jetzt mit der Berichtssaison bereits am Mittwoch. Also zumindest was die wichtigen Unternehmen angeht. Da haben wir JP Morgan am Mittwoch, sehr, sehr wichtig. Dann haben wir am Donnerstag Citigroup, wir haben Wells Fargo. Was haben wir noch? Und Goldman Sachs dann am Freitag. Also es kommen erstmal die Banken. Aber den Banken ist es zuletzt ganz gut gegangen. Die Kurse der Bankaktien, der Finanzaktien sind sehr, sehr gut gelaufen, eben weil die Renditen gestiegen sind. Damit sozusagen die
Profitmöglichkeiten der Banken gestiegen sind. Die Frage ist nur, ist das typisch? Die Banken profitieren ja von höheren Renditen. Andere Sektoren tun das eher weniger. Also, die Berichtssaison beginnt jetzt. Aber jetzt schauen wir uns mal eben diese Renditen an. Die wären auf Future-Basis heute nach oben gegangen. Wie gesagt, der Anleihehandel in den USA ja zu. Und normalerweise sehen wir, dass jetzt eine Korrelation wieder gilt, die auch eigentlich fundamental Sinn macht, nämlich höherer Ölpreis, höhere Renditen für Staatsanleihen, US-Staatsanleihen genauer gesagt. Hier sehen wir, dass diese Korrelation im Rahmen der Corona-Krise, als die Notenbanken dann all-in gingen, praktisch nicht mehr so richtig funktioniert hat, jetzt aber eher wieder funktioniert. Wir sehen einen steigenden Ölpreis, wir sehen steigende Renditen. Macht auch Sinn, denn wenn der Ölpreis steigt, der praktisch für 50% aller Inflationsparameter mitverantwortlich ist, dann dürfte natürlich auch die Inflation steigen. Daraufhin müssen die Anleihemärkte eigentlich reagieren und eben die Renditen als Inflationsausgleich nach oben nehmen. Also das könnte ein interessanter Punkt werden. Und wie gesagt, Öl jetzt auf dem höchsten Stand seit 3 Jahren, was Brent betrifft, und 7 Jahren, soweit ich das richtig jetzt erinnere, bei dem amerikanischen Öl. Und wir haben grundsätzlich eben das Problem, oder die Dip-Käufer haben das Problem, dass wir natürlich in einem sehr inflationären Umfeld sind. Die Inflation Surprises haben massiv zugenommen, sind wir auf Allzeithoch. Das heißt, die reinkommenden Inflationsdaten haben noch nie so stark nach oben abgewichen von der Erwartung. Das war noch nie der Fall. Also, Deutsch ist ein bisschen schwierig, Satzbau ist auch schwierig, Fugmann. Also, es ist, ich gebe mein Bestes, meine Damen und Herren. Jedenfalls sehen wir, dass auf der anderen Seite eben die wirtschaftlichen Überraschungen, also die Abweichung von der Erwartung bei Konjunkturdaten extrem negativ ist. Die Inflationsabweichung geht nach oben, die Konjunkturabweichung geht faktisch nach unten und das ist eigentlich nicht wirklich gut für Aktien. Wir sehen hier eine Grafik von Nordea etwa, die zeigt, dass dann normalerweise der MSCI World, also praktisch der weltweite Aktienindex, dann mit einer Verspätung von 120 Tagen reagiert, also um und bei 4 Monate folgt normal dann der Aktienmarkt diesem Auseinanderklaffen zwischen Inflation und faktischen Wirtschaftsdaten. Was läuft in einer Stagflation gut? Das ist ja das Szenario, auf das wir jetzt zusteuern. Die Inflation bleibt hoch, geht weiter hoch möglicherweise durch die massiv gestiegenen Energiepreise. Aber eben diese massiv gestiegenen Energiepreise, die erhöhen den Kostendruck auf die Unternehmen. Damit können viele Dinge nicht mehr produziert werden, werden viele Dinge immer schwieriger. Das kühlt die Wirtschaft ab und das große Problem für die Märkte ist ja, dass möglicherweise die Fed und andere Notenbanken in diese Abkühlung hinein die Geldpolitik straffen müssen. Das ist das große Thema. Und wie sehr die Situation derzeit schon aus dem Ruder läuft, wollen wir gleich sehen. Zunächst nochmal ein kurzer Abstecher nach China. Da war es jetzt relativ ruhig an der China-Front heute, was die Datenseite betrifft. Okay, wir hatten Alibaba, Tencent gesucht, die sind gestiegen, der Hang Seng ist gestiegen, weil Peking gegen Meituan, einen chinesischen Konzern, eine relativ niedrige Geldstrafe nur verhängt hatte. Da hatte man Schlimmeres erwartet, aber wir sehen jetzt, dass viele Anleihehalter von Evergrande, Offshore Dollar Bond Holders, gesagt haben, also wir sind nicht bedient worden mit den Zahlungen für unsere Anleihe. Wir sehen, dass Scenic wohl jetzt eine Anleihezahlung verpassen wird von 250 Millionen Dollar. Also das Ganze ist nicht besser geworden. Die Geschichte ist praktisch so, dass die jetzt auf Default stehen, also praktisch Zahlungsausfall. Das ist normal das niedrigste Rating. Und welche Dimension eben das Ganze hat, sehen wir hier. Chinas Immobilienmarkt ist mit Abstand der wichtigste Assetklasse der Welt mit um und bei 62 Millionen Dollar, Billionen Dollar an der Marktkapitalisierung. Es gibt nichts auf der Welt, was ähnlich dick wäre wie Chinas Immobilienmarkt. Und wenn da ein Problemchen ist, ist das natürlich ein etwas größeres Problemchen. Apropos China, kommen wir nochmal zu Bitcoin. Interessanterweise ja Bitcoin jetzt hauptsächlich in Westeuropa gehandelt. Die Handelsvolumen sind in Westeuropa am größten. Dann kommt USA oder Nordamerika und dann kommt erst Ostasien, sprich China. Da ist also doch einiges passiert. Die Chinesen sind nicht mehr so dabei, weil Peking das natürlich deutlich erschwert bis verboten hat. Und wir sehen heute Kurse bei Bitcoin über 57.000 Dollar. Nicht, dass es heißt, der Fugmann spricht nur über Bitcoin, wenn es fällt. Nein, meine Damen und Herren.
Ich spreche immer über Bitcoin, gell, sobald sich die Gelegenheit ergibt. Aber gehen wir mal weiter und kommen jetzt zu dieser ganzen Inflationsthematik, zu diesen Notenbanken, die möglicherweise jetzt ein bisschen wehrlos sind. Und die Eingeständnisse häufen sich. Laney, Chefvolkswirt der EZB und wahrscheinlich der entscheidende Mann noch vor Lagarde, weil er den Durchblick hat, was Lagarde vielleicht nicht so ganz hat, je nachdem, wie man das Ganze sieht. Aber Laney ist auf jeden Fall der Vordenker innerhalb der EZB und der hat gesagt, ja, wir sind in einem frühen Zustand eines Energieschocks, gell, aber hoffentlich wird es schon bald aufhören. Also da ist ein bisschen der Zweifel doch greifbar. Der Holländer Knot hat heute gesagt, also die Investoren sollten sich auf eine höhere Inflation einstellen, die Risiken dafür seien sehr hoch, also langsam ist dieses Transitory Mantra einfach, zu lächerlich, als dass man noch dran glauben könnte. Und was das alles an Konsequenzen hat, hatte ich heute Morgen schon gezeigt in meinem Video. Aluminiumproduktionsstopp. Hier etwa ein Drittel der Produktion bei deutschen Aluminiumherstellern steht derzeit still. Die Öfen stehen derzeit still. Das hat Konsequenzen für so viele Industrien, Autofahrräder, Elektrofahrräder. Und, das kann man gar nicht überschätzen und die sind davon völlig überrascht worden. Da ist plötzlich jetzt Panik in den Gesichtern zu sehen, wie ich aus gut informierten Quellen, die sehr nah an mir sind, weiß. Ich habe den Vorteil einerseits, dass ich Leute habe, die mir schreiben, die sagen, bei mir in der Branche ist es so, aber es gibt auch andere, die ich persönlich sehr gut kenne und die mir da sehr wertvolle Impulse und Hinweise geben. Jedenfalls ist da eine absolute Verunsicherung der Fall. Da ist plötzlich alles anders als zuvor und das könnte dazu führen, dass wir eben aus einer Energiekrise direkt in eine Versorgungskrise schlittern, dass also viele Dinge einfach nicht mehr verfügbar sind mit all den Konsequenzen, die das hat. Wir sehen jetzt schon zum Beispiel Lieferzeiten in der Autoindustrie, allzeithoch, gab es noch nie. Ist in der Autoindustrie noch etwas schlimmer als im restlichen produzierenden Sektor, aber auch da ist es nicht gerade gut, wie Sie hier sehen. Alles, was hier weiter runter geht, ist lange Lieferzeit. Also das sind schon krasse Zustände. Und Energie ist jetzt das abschließende Thema dieses Videos. Wir sehen hier Sven Giegold von den Grünen, der sagt, ein starker Appell aus der Wirtschaft. Zu Beginn der vertieften Sondierungsverhandlungen fordern 69 Großkonzerne von der neuen Bundesregierung den massiven Ausbau von Wind- und Solarparks und einen schnelleren Kohleausstieg als bisher geplant. Fände ich auch gut, gar keine Frage. Ich habe auch lieber saubere Energie, finde das deutlich besser als Kohle oder irgendwas anderes. Aber das Problem ist halt, wie realistisch ist es angesichts der aktuellen Situation? Gazprom etwa hat klar gemacht, Leute, erneuerbare Energien ist schön und gut, aber solange ihr das nicht wirklich effektiv speichern könnt, ist das ein Riesenproblem, haben wir gesehen, erstes Halbjahr Deutschland, wo Kohle der mit Abstand der wichtigste Energieträger war. Also da ist ein gewisser Idealismus der Fall, schön, und wir hätten natürlich auch gerne so alle 20 Meter eine Windkraftanlage vor der Haustür, gell? Das ist dann gerade bei den Grünen wahrscheinlich besonders populär, aber sei es drum, jedenfalls ist das kaum zu erreichen. Man müsste innerhalb eines jeden Kilometers eine Windkraftanlage in Deutschland aufstellen, damit das funktioniert. Da im Süden aber deutlich weniger Wind weht, im Süden Deutschlands als im Norden, müsste das überwiegend im Norden sein, gell? Also das wäre dann natürlich ganz wunderbar, wenn wir praktisch durch Windkraftanlagen fahren, alle paar Meter, mit in denen wir uns bewegen. Sei es drum. Jedenfalls sehen wir das natürlich auch in China. Hier die Umweltvorschriften deutlich stärker rigider geworden sind, könnte man sagen. Da hat man zwei Motive. Erstens mal die Olympischen Spiele, Winterspiele, die ja im nächsten Februar, glaube ich, ist es, stattfinden werden. Und da will China natürlich so ein bisschen auch zeigen, ach, guckst du mal, bei uns ist die Luft doch gut. Bei uns hängt die Luft nicht voll Smog. Das ist einer der Motive, warum jetzt auch China versucht, eben die Emissionsgrenzen nach unten zu schieben. Man hat ohnehin das Problem, dass man zu wenig Strom hat. Jetzt muss man aus Australien wieder massive Strom importieren, was man vorher ja überhaupt nicht wollte, weil Australien es ja gewagt hat, China zu kritisieren in Sachen Hongkong etc. Also das ist schon ein Gesichtsverlust auch für die Chinesen, dass sie jetzt dann doch die australische Kohle nehmen, bevor alles den Bach runtergeht. Also in der Not frisst der Teufel auch fliegen, muss man sagen. Und wir sehen heute dennoch die Coal Futures, also Kohle Futures, die an den Märkten als Future gehandelt werden, massiv nach oben gegangen, über 10% gestiegen, neues Allzeithoch. Normalerweise folgen dann die Erzeugerpreise hinterher.
wenn in dieser Woche ja auch wieder Erzeugerpreise und Verbraucherpreise aus China bekommen. Also da ist keine Entspannung in Sicht. Und wenn wir jetzt mal nach Deutschland schauen, dann hier etwa in Berlin Tankschock, erste Benzinsorte in Berlin über 2 Euro. V-Power Racing, der teuerste Kraftstoff, den man hier bekommen kann, 2 Euro. Das ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir dann spätestens nächstes Jahr sehen werden durch die weitere Anhebung der CO2-Abgabe und etwa hier eben die gestiegenen Energiekosten, wie die Zeitung mit den 4 Buchstaben, die so wunderbar tiefgehend ist, schreibt: für Familie bis zu 800 Euro Mehrkosten im Jahr. In Memmingen etwa hat jetzt ein Energieanbieter die Preise um 68% angehoben, gell? Also es wird ein bisschen warm ums Herz, aber die Rechnung folgt. Und das ist eben das, was diese ganze Thematik so schwierig macht. Es ist nicht absehbar, dass die Energiepreise bald fallen. Warum das so ist, das haben wir heute. Hat ein Energietrader, ein Carbon-Trader, der also mit diesen Dingen handelt, im Auftrag eines sehr, sehr großen Rohstoffhändlers, hat das in einem Artikel für uns wunderbar gezeigt. Energiekrise, Ursachen und Folgen gehen im Winter Licht und Heizung aus. Da zeigt er, was da eigentlich abläuft, was die Ursache ist, wie das Problem sich verschärft, eben durch die verantwortlichen Politiker, die hier nicht nur großen Profit ziehen, etwa die EU, da werden die Emissionsrechte täglich versteigert, das ist eine wichtige Einnahmequelle geworden für die EU, sondern was da eigentlich abgelaufen ist, warum die Dinge so eskalieren, da sind auch Mechaniken wie Margin Calls dabei, all das in diesem Artikel das Beste, das kann ich Ihnen garantieren, was Sie im deutschsprachigen Bereich dazu gelesen haben und wahrscheinlich auch lesen werden, deswegen der Artikel unter dem Video. Das ist ein absoluter Insiderbericht, da bin ich sehr, sehr stolz drauf und freue mich, dass wir diesen Text bekommen haben von Fabian. Nochmal herzlichen Dank, Fabian, das war echt eine super Geschichte. Der, wie gesagt, ist Carbonhändler, hat mit diesen Dingen täglich zu tun, spricht mit großen Playern am Markt und weiß deswegen, was gespielt wird. Absoluter Mehrwert, unbedingt lesen diesen Artikel und jetzt wünsche ich einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.